Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's mit dem nächsten NCPD-Auftrag. Das kostet einfach fast alle Punkte. Das leider auch. Das waren schon wieder alle. Aber ich glaube, die finden uns hier nicht. Das ist das Gespräch zwischen Sheila und Kanan. Aber warum antwortest du nicht? Kanan. Und weißt du, wie spät es ist? Ja, sicher. Und ich weiß auch, wer den Kill auf Logan angeordnet hat. Wer? Irgend so eine Tussi, Monika Steiner. Die Mutter von diesem Typen, Lenny? Bingo. Weiß, dass es hier langsam heiß wird. Will raus aus der Stadt und hat ein paar Schlepper bezahlt. Ich muss eine Crew zusammentrommeln und sie holen, bevor sie entwischt. Bist du dabei? Wag, natürlich. Cool. Bin in 10 Minuten da. Ich glaube, das war Netrunner. Monika und Nina. Hey, hab die Kohle geschickt. Okay, mach dich bereit. Schnapp dir eine Pistole, Schutzbrille, falls es einen Sandsturm gibt, und Essen und Wasser für eine Woche. Alles klar. Hey, ich weiß nicht, ob mir jemand folgt. Das ist nicht gut. Wer sollte dir folgen? Animus. Das ist echt überhaupt nicht gut. Was hast du gemacht? Einer von denen hat meinen Sohn ermordet, also habe ich ihn dafür getötet. Auge um Auge und so. Oh Mann, sowas erwähnt man normalerweise vorher. Das macht dich ungefähr so gefährlich wie Atommüll. Wenn ich vernünftig wäre, würde ich dich einfach sitzen lassen. Aber scheiß drauf, das wird schon. Ich guck mal, was wir tun können. Danke. Wir sehen uns in 2 Stunden. Überführung El Camino del Mar. Sei pünktlich. Das waren wahrscheinlich die 2 hier. Leider hat es niemand geschafft. Nee, absolut gar niemand hat es geschafft. Na, sonst gibt's hier nichts mehr. Hier am Strand gibt's bestimmt auch irgendwas Spannendes. Zum Beispiel dieses Auto da vorne ist schon mal interessant. Und bestimmt auch irgendwie Secrets, die man finden kann. Hier sieht jetzt zwar nicht so aus.
Paolo Weyra, Zivilist. What the hell? David Fleming. Paolo Weyra. Ja gut, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich schreite da mal nicht mit ein. Ein Auto ist leider auch nichts. Naja. Okay, dann da gibt's noch was. Also. Manchmal ist das ein bisschen weird. Kann ich ein Auto nehmen? Ich kann ein Auto nehmen. Danke, tschüss! Im Kampf, naja. Er verfolgt uns nicht und da ist irgendwie nicht im Kampf. What the fuck? Da werden wir schon. Okay, das ist zu verlockend. Who's a shrinking violet? Is it you? Was das etwas schon? Sind wir einfach so stark oder sind die Feinde manchmal ein bisschen doof? Wahrscheinlich beides. Ja, Soundaussetzer sind weird. Gespräch zwischen Jonah Harper und Anton Koller. Okay, bin da. Na endlich. Hör mal, die Jungs meinten, ein Container wäre am Strand aufgetaucht. Von irgendeinem Transportflugzeug, das vorbeigeflogen ist. Okay, sollten wir uns mal angucken. Ey, das mag ich so an dir, Jume. Ich muss gar nicht erst sagen. Du weißt einfach, was Sache ist. Aber Augen auf, okay? Ja, wir sind sicher nicht die Einzigen, die davon wissen. Vielleicht sind da auch noch andere Penner, die sich das Ding schnappen wollen. Ja, genau. Scheiße, Jume. Du kannst immer voll mit. Denkst immer voll mit. Ich geb mir Mühe. Fragile. Im anderen Container, der zu ist. Step Hansen Technologies, made in the US. Aber für uns gibt es jetzt hier gar nichts. Das hat sich absolut nicht gelohnt. Auch im Auto nichts. In dem Auto nichts, ne. Hat sich absolut nicht gelohnt. Nur Schrott und Müll. Naja. Ich weiß ja nicht. Was ist das?
Ach, Voodoo Boys. Ich glaube, die hassen mich jetzt. Rache ist nicht süß. Rache ist salzig, weil Blut salzig schmeckt. Das Blut einer Verräterin, die Maman Brigitte ermordet hat. Und die Placide ermordet hat. Das Blut eines Feiglings, der aus Pazifika geflohen ist. Und sich nicht traut, wieder zu kehren. Aber wenn diese Verräterin früher oder später doch wieder kommt, wird sie nicht erneut entkommen. Ihr Blut ist vielleicht nicht süß, aber Gerechtigkeit ist es schon. Ah, shit. Yes, die hassen uns jetzt. Werden wir wohl ein bisschen, manchmal kämpfen müssen mit denen. Weil die uns jetzt hassen. Ist da was bei diesem Auto? Das sieht auch interessant aus. Nope. Jetzt die Straße bin ich irgendwie noch nie gefahren. Die müssten wir mal fahren. Alright. Gibt es da noch die zwei und da noch? Keine Ahnung, was man hier hinkommt. Sieht auch wie die Achterbahn. Und da gibt es hier auch noch. Ja, die würde ich wahrscheinlich noch alle machen. Damit wir hier zumindest, diese zwei weg sind. Ja, mal schauen. Nachher muss ich kurz schauen wegen diesem Soundbug. Soundproblem. Ich muss das Spiel neu starten. Oder eine Mod rausnehmen. Obwohl ich glaube ich keine Mod drin habe, die eigentlich den Sound verändert. APB to all NCPD subcons. Suspected organized crime activity reported on Pacific Boulevard. Anton Kolev, a known leader among scavengers, believed to be present and wanted on 4 counts of first degree murder. Night City authorities have promised a reward for neutralizing Kolev and his entourage. Right, von dem haben wir doch gerade gelesen. Im Anton Kolev. Gibt's eine Kamera? Das ist auf jeden Fall eben was Größeres. Mal einen Ping machen kurz. Und dann die Kamerasteuerung. Oh ja, da gibt's ein paar Leute. Also interessanterweise können wir hier die Kamera nicht ändern. Ein Scharfschütze. Spinne. Krähe. Scharfschützen würde ich mal mit einem... Na shit, geht nicht. Cyberpsychose macht das nochmal. Den Gegner an den nächsten anzugreifen, könnten wir hier vorne machen. Einfach ein bisschen Chaos stiften. Das ist ein Systemzusammenbruch. Leise ausschalten. Merkt niemand. Und würde ich irgendeines mit drin dann anvisieren für den die Cyberpsychose. 22 Punkte. Hey.
Kann ich das nicht überlassen? Weird. Und hätten wir genug. Und blockiert. Nochmal in die Kamera. Dann wird aufgedeckt, aber das ist eigentlich gerade egal. Hat Spaß. Komm schon, erschieß sie alle. Ah, fuck. Kontakt in der Nähe. So, wir wissen zwar gleich, wo wir sind, beziehungsweise wissen es jetzt. Okay, weird, die Kamera steht noch. Auch schon, ich kann manche Dinge einfach nicht mehr aufnehmen. Nur das Auto schießen geht auch nicht. Und heute ist das Spiel wieder mal richtig schön laggy unterwegs und ruckelt wie nix. Oh. Das ist eine fucking Waffe drum hier. Okay, die Arme sind nice. Hat eigentlich ziemlich gut geklappt, alles hier. Ist das was? Das ist was. Inventar, irgendwas. Inventarliste. Hä? Arasaka Yonaguni, Optizum, Biodine, Militech, Kühlmittel, Dino. Ja gut, sagt mir jetzt nicht so viel. Nachrichten, ich brauche ihre Hilfe, ja gut. Hiroshi Extreme sagt, Jason Will Driver zu Anton Kohler. Hey, verkaufst du zufällig gerade ein Kiroshi Extreme Side 4553? Ich hab das 2553.
Aber Kiroshi bietet dafür keine Updates mehr an. Und meine Optik spinnt rum, besonders im Dunkeln. Nicht gerade praktisch bei meinem Job, also wenn du eins findest oder was Vergleichbares, sag Bescheid, ich zahle Jason. Okay, ich finde was für dich. Ruf dich spätestens nächste Woche an. Spiel hat echt gerade keine Lust, da hängt einfach Kamera. Wo ist jetzt eigentlich dieser Antonov? War der einfach einer da drunter oder wie? Wahrscheinlich, ne? Ah, hier. Anton Kohle. Oder hätte ich ihn lebendig nehmen sollen? Sie hat zwar nichts gesagt. Wo es wahrscheinlich besser gewesen wäre. Schätze ich mal. Okay, was auch immer das gerade war. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich ihn lebendig in Gewahrsam genommen hätte. Wie man so schön sagt. Rein geht's hier aber nirgends. Bisschen lächerlich. Zwei Granaten, weg sind sie. Okay. Sie regen was Spannendes. Also hier sieht es allgemein spannend aus. Die andere Waffe hin ist. Drüben ist irgendwas, da drüben ist auch noch was. Oh ne, nicht wieder so ein filmmäßiges Zeugs. Sieht leider so aus. Und ein Buch. Eine Kamera. Hinrichtung. Wahrscheinlich ein BD. Wahrscheinlich wurde hier ein BD gedreht. Okay, man kann die Leute auch nicht scannen. Hab ein Gespräch. Fred Kudo und Cristiano Krall. Wo seid ihr? Wir wollen langsam. Wir gehen andersrum, damit uns die echten Gänger nicht sehen. Scheiße, was? Das Studio bezahlt euch nicht fürs Versteckspielen. Ich will, dass ihr in 5 Minuten hier seid. Dann geht's los. Kommt direkt her. Keine Umwege. Weißt du, was die mit uns machen, wenn die sehen, dass wir wie sie aussehen? Oh, ich hab solche Angst. 3 Minuten. Fuck. Jemand folgt uns. Haitianer oder so.
Gut, die nehmen wir mit rein. Realismus-Bonus für die für Lau. Und Action. Yes, das waren wir die. Die haben sich wie... Ah, die haben sich wie die Voodoo Boys gekleidet. Tja, lief nicht so gut für euch. Selber Schuld, würde ich sagen. Aber gut. Ich würde sagen, das war's wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.